Am Schluss war alles in deinem Leben Pinselwerkzeug. Das Bruchstück im Bruchstück, es geht um die Muster der Muster zu erkennen. Na denn, willkommen im Klartraum. Original entstanden auf solchen Büchern, auf Reisen, aus dem Leben heraus. Seit 6 Monaten arbeite ich jetzt dran und hiermit ist er dann abgeschlossen. Den gibt es bereits schon längst als Film, als Hörbuch, als PDF. Jeder darf damit machen, was er will, weil er ist irgendwie gar nicht von mir, sondern der klare Traum des Bewusstseins, des globalen Aufwachens. Und es kommt aus einem Stilbruch der Gesellschaft heraus. Worum geht's? Mensch ist Schöpfer. Es ist jetzt alles entschlüsselt. Das Universum ist nicht um uns, das Universum ist in uns. Wir haben verstanden, wie ein Same funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn. Und das ist nur noch nicht angekommen. Und das Schöne ist, alle Schnipsel aus Wissenschaft, aus Spiritualität, aus Urwissen von Urvölkern, bis in die Mathematik wieder zurück. Es ist alles jetzt verspinnetzt, verwebt. Wie kam's? Vor ungefähr 2 Jahren bin ich mit DMT in Berührung gekommen. Das Molekül des Bewusstseins, das Gottesmolekül, das körpereigen auch produziert wird, allerdings viel zu selten. Und habe mich dann damit beschäftigt, und zwar wissenschaftlich. Eine Wunder, ich als Physikerin und IT und zuvor auch tausende Begegnungen im Leben. Und dann war klar, da steckt wirklich alle Weisheit des Lebens drin. Und damit ist auch entschlüsselt jetzt, wie wir uns zu einer Spezies entwickeln werden, die nicht mehr imstande ist, das da draußen oder das Innere zu schädigen. Ja, das ist nämlich... Aya. Ayahuasca ist das Einzige, was exakt diesen Namen verdient hat. Seelenranke. Und es hat gedauert, bis uns die Schamanen das bringen und hier die Suppen für uns kochen. Und jetzt wird es eingeführt. Es wird Zeit, dass die Menschheit weiß, was DMT und Salvia Divinorum ist. Im Vergleich mit der Wissenschaft lösen sich ja alle Geheimnisse. Du kannst mikroskopisch, teleskopisch auflösen und du siehst 1:1, wie es in der Physik beschrieben wird, die Kräfte und die Zusammenhänge, und verstehst, wie alles Frequenz ist, Semantik. Wenn du mir zustimmst, dass alles verbunden ist, dann geht die Reise los. Und der Klartraum entführt auch in die Wunderländer, die es schon gibt. Artgerechte Haltung. Gelebte Schwarmintelligenz Mensch. Das passiert ja schon seit Jahrzehnten und jetzt wird es sichtbar. Und es gibt ein Kapitel zum Evolutionsblockaden lösen. Stille wie Eskalation. Sowie das Gefühl der Freiheit und Intuition haben da Raum. Denn diese Muster in uns zu erkennen als wichtige Palette, es geht um das Urwesen und das Urwissen freizuschalten. Und es gibt auch Bereiche zu Ernährung, Heilung und Natur, Kapien und Kopien. Weil alles, was wir da draußen sehen, können wir in unseren Zellen, in unserer DNA installieren. Die DNA es sind nämlich 64 Codone, die den Algorithmus abbilden, nach dem I Ching. Das wird gerade in den Finalvideos erklärt. Und wenn man das verstanden hat, und das geht entweder mathematisch oder übers Gefühl, dann das ist das, was unser ganzes Leben, alle Zustände, die Zeit einnehmen kann, von den Dynastien bis zu deinen Stimmungen. Und wir können all das Wissen funktionalisieren und damit, ist hiermit alles, ich übergebe es hiermit an den Schwarm. Es sollte ursprünglich auch ein Schwarmbuch werden, das über Untergrundnetzwerke und hunderte USB-Sticks, ich habe immer noch 30 davon rumliegen, als von verschiedenen Autoren von verschiedenen Seiten dann kommt, zerpflückt. Und jetzt muss es halt schneller gehen, und das ist auch nur gut, damit
Genau, kann man sich nämlich dann wirklich, um das Ganze zu aktivieren, tief in die Tiefenwälder für mich. Und ja, wenn man weiß, wie es funktioniert, sich ja das noch weitergeben und dann dahin gehen, wo Hunderttausende schon sind. Das ist jetzt auch nichts Neues, nicht meine Idee, sondern wirklich ja, bald Weltwissen. Und das Schöne ist, es geht übers Herz. Da haben wir ein ganz starkes elektrisches und magnetisches Feld und darüber lässt sich instantan. Und ja. Diese einmal im Monat Rituale, die führen wir jetzt mal einfach ein. Also ich höre sie ja eh schon rundherum, es wird jetzt eröffnet. Ja, dann ist jetzt der Schamanismus im Westen angekommen. Das ist auch nur ein Wort von der es teilt. Und ja, das.